Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wenn Sie Beziehungen leben und natürlich ganz speziell die Beziehung mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin, sind Sie dann auf Augenhöhe oder eben nicht? Im Folgenden bringe ich Ihnen 6 Fehler, wie Sie eben aus dieser Augenhöhe herausrutschen und wie Sie entweder drüber sind oder drunter sind. Das macht alle unglücklich. Und dazu jetzt gleich mehr. In jeder Partnerschaft ist es total wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind. Und das ist ganz fein, dass jemand sich erhebt und den anderen schwächer macht oder dass sich jemand ganz freiwillig auch kleiner macht, um auch aus der Situation rauszugehen und keine Verantwortung zu übernehmen. Also es gibt immer Gründe, warum man nicht auf gleicher Augenhöhe ist. Wichtig ist aber, dass Sie dem anderen gut ins Gesicht sehen können. Auch wenn das ein größerer Mensch ist und ein kleinerer in der Partnerschaft, dann kann man sagen, nee, das ist nie auf Augenhöhe, weil der Kleinere schaut immer auf den Größeren drauf. Ja, stimmt natürlich, aber es geht um diese innere Augenhöhe. Es geht um dieses innere Angenommensein, um die innere Akzeptanz, um das innere mich geachtet fühlen, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann spürt man das sehr schnell. Da geht es wirklich fast um den Millimeterbereich. Ja? Wenn ich die Augenbraue schon hebe, dann kann schon sein, dass der andere sich abgewertet fühlt. All diese Dinge sind sehr, sehr differenziert. Und im Folgenden möchte ich Ihnen diese 6 Fehler einfach nahe bringen, wie Sie vermeiden können, dass Sie aus dem Gleichgewicht kommen und dass Sie sich erheben oder zu viel runterstellen. Erster Fehler, mangelnde Kommunikation. Das führt zur Schieflage. Immer wieder. Wir können es nicht richtig machen. Und es ist ganz oft so, dass ich schon die unbewussten Erwartungen habe, dass wir das ja eh schon x-mal besprochen haben. Das muss doch schon klar sein. Nein, ist für den nicht klar, für den anderen. Und er macht es auch gar nicht böswillig. Aber es ist für ihn einfach anders von seiner Erwartung oder anders von seiner Selbstverständlichkeit her. Und dann bin ich enttäuscht, weil der andere das anders sieht. Deshalb, ich muss sagen, was ich will. Heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Ja klar, wenn ich es nicht sage, woher soll es der andere wissen? Kann schon sein, dass er mal jeden Wunsch von den Lippen abliest, wunderbar. Aber das ist trotzdem nicht die Norm und ist trotzdem nicht unbedingt selbstverständlich. Sobald ich enttäuscht bin, rutsche ich aus der Augenhöhe heraus und habe das Gefühl, der andere erhebt sich über mich, zum Beispiel. Oder ich reagiere beleidigt und stelle mich über ihn und sage, mit dir ist ohnehin alles sinnlos und das bringt eh nichts und man kann von dir eh nichts erwarten. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich will. Woher soll ich denn wissen, was der andere, dass der andere weiß, was ich will? Naja, wir sind schon so lange zusammen. Ja, und? Aber er weiß es jetzt nicht. Und gerade, wenn man sich super gut kennt, erwartet man ganz viele Sachen, ungefragt, unbewusst, und denkt sich, der andere muss doch so fühlen wie ich. Der andere muss doch symbiotisch mit mir verschmolzen sein und verstehen, was ich brauche. Nein, ist nicht so. Guten Morgen, bitte aufwachen. Symbiose ist erstens ungesund, im Erwachsenenalter, ja, als Säugling okay, aber später ist es ungesund. Und nein, ich bin ein eigener Mensch und der andere ist ein eigener Mensch, aber wir können uns beide erwachsen ins Gesicht schauen, liebevoll ins Gesicht schauen und ausreichend kommunizieren, so dass ich mich rückversichern kann. Hast du mich verstanden, wie ich es meine? Wie siehst du das? Aha, Abstimmung und Abstimmung, kommunikative Abstimmung ist immer auf Augenhöhe. Keine Kommunikation oder unausgesprochene Erwartungen ist eine Schieflage. Zweiter Fehler, die Dominanz in der Partnerschaft. Wenn sich jemand ständig erhöht, wenn jemand ständig besser ist als der andere, funktioniert nicht. Das ist dann die klassische Schieflage. Ich bin der Beste und du bist mein Sklave oder meine Service-Person und du hast für mich da zu sein, du hast mich zu bespaßen, du hast das zu tun, was ich will. Das schwer narzisstisch, toxische Beziehung, geht gar nicht. Also ganz klarer Fehler, wenn man das erkennt, dass sich der Partner immer in die Höhe bewegt und den anderen immer runterdrückt, muss der immer unterdrückt wird, nicht in eine Co-Abhängigkeit gehen und sagen, es ist so, ich bin ganz zufrieden, weil dann habe ich meine Ruhe, ich brauche nur das tun, was er will, dann pass, sondern zu sagen, entweder du kommst runter und wir sind auf Augenhöhe oder wir werden keine gute Beziehung leben. Das ist eine ungesunde, toxische Beziehung auf Dauer. Selbst wenn es für den Partner da unten passt. Aber auf Dauer ist er nicht zufrieden, auf Dauer passt es nicht. Und ja, es gibt
mal so, mal so. Ja, ich wär mal dominant etwas vorgeben, aber dann muss ich auch wieder zurücktreten. Ich wäre mal dem anderen Partner, der ich dominant bin, bewusst zurücktreten und dem anderen Partner Dinge lassen und ihn dominant sein lassen. Dann gibt's ein Gleichgewicht. Aber ausschließlich so geht gar nicht. Und wenn das ständig ein Machtkampf ist, wer ist weiter oben und wer kämpft sich jetzt gerade vor und wer hat jetzt die Bestimmungsmacht, wer hat jetzt das Sagen, ist auch keine gute Idee. In einer normalen, gesunden Beziehung, die nicht toxisch ist, ist mal so, das ist so ein Pendeln, so ein leichtes Pendeln, aber nur kurzfristig. Und im Endeffekt, in Summe, ist es ausgeglichen. Dritter Fehler, ich verliere den Respekt vor dem anderen. Der ist nix, ich bin super. Und diese Respektlosigkeit, diese Abwertung, diese Abschätzigkeit, das ist Gift. Weil dann ist die Beziehung sowieso ungleich. Dann bin ich der, der alles weiß und der andere weiß nichts. Ich muss dem anderen alles sagen und ich hoffe, dass er wenigstens das tut, was ich ihm sage. Also Sie sehen, das tut schon weh beim Zuhören. Ja? Also diese Respektlosigkeit kann nicht funktionieren. Wenn mir der Partner schon so kommt, dass ich respektlos sein muss, weil ich ihn als so schwach erlebe, weil ich ihn als so unattraktiv erlebe, weil ich ihn als so so bedürftig erlebe und ich hasse die Bedürftigkeit oder was auch immer, ja, also so viele Dinge, wo ich fast animiert wäre, respektlos zu werden, weil ich so hoffe, dass sich der entwickelt und dass der wieder rauskommt aus seiner Schwäche, ja, dann ist aber der falsche Weg, respektlos zu sein. Und nochmal, wir sind alle in der Gefahr, dass solche Dinge passieren. Wenn es passieren, tut mir leid, war nicht okay und ich will es ändern. Ich mache es mir bewusst und dazu dient auch das Video, das ich mir bewusst mache. Und dann bin ich so, dass ich mich wieder gut einpendel, dass ich eben aus der Respektlosigkeit wieder rauskomme. Es wird immer wieder aus dem Gleichgewicht was passieren. Es wird immer wieder eine Respektlosigkeit passieren. Das ist, so ist das Leben, ja. Jemand, der immer nur respektvoll ist, großartig, super, Sie haben ein Glück mit diesem Partner. Aber verzweifeln Sie nicht, wenn er auch mal respektlos ist, wenn man das ansprechen kann und wenn sich's dann wieder einpendelt. Und oft ist es gut, einmal noch kurz zu schweigen und das wahrzunehmen und dann später anzusprechen. Dann ist diese emotionale Situation nicht mehr und dann kann er auch ganz gut das dann auch wieder einordnen und sich entschuldigen. Was gar nicht geht, ist, wenn das eine Haltung wird, die Respektlosigkeit, wenn das quasi der Normalzustand ist. Das geht gar nicht und das muss man unbedingt unterbrechen. Wie kann man es unterbrechen? Indem man sagt, so eine Beziehung, die auf Dauer so ist, will ich nicht. Ja? Ich will auch nicht, dass du mich auch nur kurz respektlos behandelst. Nein, das will ich auch nicht. Aber wenn es ist und du benimmst es wahr und du entschuldigst dich und du erkennst es und du änderst es, okay. Dann bitte, danke, Entschuldigung, diese drei Grundbegriffe sind die Basis für eine gute Beziehung, damit wieder eine Gleichheit, ein gutes Miteinander, ein Sein, eine gegenseitige Begegnung auf Augenhöhe möglich wird. Bitte, danke, Entschuldigung. Ganz einfach, aber super wertvoll. Ein vierter Fehler kann sein, dass in der Partnerschaft die Aufgaben total ungleich verteilt sind. Also, meine Frau muss 40 Stunden arbeiten, muss sich um alle Kinder kümmern, muss den gesamten Haushalt machen, weil ich arbeite ja eh. Passt nicht ganz. Die hat drei Jobs, ja, und ich habe einen Job und fühle mich überfordert und habe dann das Gefühl, wenn ich am Abend nach Hause komme, habe ich jetzt aber wirklich Pause, ja. Die Kinder zerlegen noch die Wohnung, es ist noch volles Chaos und ich bin nicht bereit zu helfen. Na, geht gar nicht, ja. Also, hallo, das ist komplette Ungleichheit. Das ist nicht auf Augenhöhe. Wenn ich sehe, meine Frau arbeitet genauso wie ich, die macht die ganzen Kinder, die macht den ganzen Haushalt, die checkt alles rundherum und ich habe das Gefühl, ich bin überfordert, dann muss ich an mir was ändern, dann muss ich schauen, wie kann ich meine Frau besser unterstützen. Das ist wieder auf Augenhöhe. Wenn ich sage, ja, mein Job ist aber viel anstrengender und überhaupt, ja, und ich verdiene aber in Summe mehr und sie verdient weniger, nein, ist nicht das Argument. Sondern es geht darum, wie viel Energieeinsatz ist und oft wird eben der Energieeinsatz von Haushalt oder von Rundumaufgaben oder eben auch von Kindern oder Haustieren total unterbewertet. Und das ist aber was täglich zu tun ist. Und da spürt derjenige, der ständig einfach
sich kümmern muss um die Kinder und um die Haustiere, weil die halt eben da sind, weil die halt eben auch ein Essen brauchen, spürt total derjenige, der den ganzen Tag den Dienst tut, die ganz starke Ungleichheit. So schade. Und wenn man das nicht ansprechen kann, wenn es nicht möglich ist, das gut anzusprechen, dann ist man schon am falschen Weg. Wenn Sie jetzt, die Sie so viel arbeiten und so unterbuttert werden, das ansprechen und Sie stoßen auf total taube Ohren, was kann man da tun? Ganz einfach zu sagen, so stelle ich mir keine unterstützende Beziehung vor. Das ist schon schön, wenn du etwas mehr Geld verdienst. Vielleicht verdienst du sogar viel mehr Geld, ja? Gut, aber dann möchte ich mir von dem Geld, was du mehr verdienst, eben eine Haushaltshilfe nehmen, damit ich auch runterkomme. Wenn du das nicht einsiehst, dann passt was nicht. Oder wenn du mir ein Haushaltsgeld gibst und das reicht dann damit und du verbrauchst dein Geld, was du viel mehr verdienst für deine persönlichen Hobbys und ich muss das Ganze servicieren, es passt nicht. Und zu sagen, ja, was ist, ich gebe dir Haushaltsgeld, das muss ja reichen. Nein, das passt von der Augenhöhe nicht. Da sind wir gleich schon beim fünften Fehler, die mangelnde Wertschätzung, mangelnde Anerkennung. Wenn der Partner das nicht wahrnimmt, was der andere leistet, wenn der Partner nicht wahrnimmt, was möglich ist, ja, das kann schon sein, dass der Partner weniger leistet und weniger Geld verdient und langsamer ist, ja, gut, aber es ist trotzdem das, was er tun kann und dafür wird er geschätzt und ist wertvoll und das ist genau die Fähigkeit, die er hat. Und dann, wenn ich dafür meinen Partner, meine Partnerin loben und sagt, super, danke, dass du das machst, ja, auch wenn es viel weniger ist und viel einfacher ist von mir aus und ich mache die ganz schwierigen, tollen Sachen, die ganz viel Geld bringen. Okay, kann schon sein, aber dafür schätze ich sie, weil ich will nicht putzen, ich will nicht die einfachen Dinge tun, ich mache die wichtigen Dinge. Sie merken schon, narzisstische Beziehungsstruktur, aber okay, aber dafür muss ich sie total schätzen, total unterstützen, mein Partner, meine Partnerin. Dann ist okay wieder, wenn es für beide passt. Wenn der Partner sagt, na, ich will genauso mehr Geld verdienen, ich will genauso wirklich tolle Dinge tun, die mich interessieren und putz du mal und sei du mal da für den Alltag, na, das ist mir zu minder und das mache ich sicher nicht, ich will da oben bleiben, dann kommt es eben zu diesem Machtkampf. Und eine Beziehung funktioniert nur, wenn ich auch die einfachen Dinge tue. Eine Beziehung funktioniert nur, wenn ich auch alltägliche Sachen tue, die nicht großartig sind. Aber, Achtung, ich kann manipuliert werden. Nur das Großartige ist was wert. Und nur der Wow-Effekt ist was wert. Und nur das, wenn ich wirklich das vermarkte, wie gut ich bin, ja, auch innerhalb der Beziehung ist was wert. Gift, nicht auf Augenhöhe. Also sobald Sie das erkennen, können Sie schon aussteigen. Sobald Sie mehr oder weniger sich denken, okay, das ist so, das war immer schon so, ich meine, ich kenne nichts anderes, sind Sie noch in dieser Sklaverei drin, sind Sie noch in diesem Unbewussten drin, wo Sie weit nicht auf Augenhöhe sind. Und da müssen Sie raus, unbedingt raus. Wie komme ich raus? Indem ich mir Hilfe hole. Dafür bin ich auch da, da unterstütze ich Sie auch im persönlichen Einzelgespräch, auch im Paargespräch. Online, persönlich, telefonisch, Video, egal, ja. Ich kann so effizient Sie am Punkt bringen, dass Sie in Ihrer konkreten Situation erkennen, aha, jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit ich auf Augenhöhe komme. Unten in der Videobeschreibung ist der Link für ein kostenloses, kurzes Informationsgespräch, wo man dann weiterschauen kann, wie kann ich Ihnen helfen. Sechster Fehler, unfaire Konfliktbewältigungsmethoden. Hammer, wenn Sie da mit einer manipulativen, fiesen Art versuchen, den Konflikt aus dem Weg zu räumen. Ich bin immer für dich da und es ist aber nonverbal ganz klar, der ist überhaupt nicht für mich da, ja, der will mir jetzt irgendwas einreden. Oder sagt, na, jetzt hast du mich so verletzt, narzisstische Kränkung, jetzt kann man das nicht besprechen und setzt sich wieder in die Höhe. Und der andere sagt, hey, komm jetzt mal runter, weil da gibt's jetzt nichts mit narzisstischer Kränkung, sondern schau dir deinen Teil an, wo du was besser machen kannst, ich schau meinen Teil an. Das ist auf Augenhöhe. Ja, aber ich meine, du musst schon den ersten Schritt machen. Ja, den mache ich ja gerade. Ja, aber das ist mir noch nicht weit genug. Und so weiter. Also wenn einer nicht will, dann wird er auch nicht diese Wege finden, warum er nicht wollen muss. Wie kann ich den Partner runterholen von seinem hohen Ross, von dieser narzisstischen Überhöhung, indem ich das auch liebevoll anspreche, ohne das Wort narzisstische Überhöhung zu verwenden, sondern zu sagen,
du, wir sind nicht gleich und es passt nicht so, wie wir tun. Ich fühle mich immer zurückgesetzt. Ich fühle, dass wir nicht auf gleicher Augenhöhe sind. Das kann ich immer sagen. Und wenn der Partner sagt, was du schon wieder hast, sehr zufrieden, wo du bist, ja, oder andere Abwertungen, würde ich sofort sagen, siehst du, schon wieder nicht auf gleicher Augenhöhe. Wenn du nicht, ich gebe dir Zeit, das zu erkennen, aber du musst erkennen, dass du dich immer erhöhst und mich immer runtersetzt. Dass du glaubst, du bist der Beste, vielleicht bist du auch super, ja, kann es sein. Momentan erlebe ich's nicht. Momentan erlebe ich nur, dass du mich runterdrückst. Dass du mich abwertest, dass du mich schwach machst, dass du mich nicht so siehst, wie ich gern gesehen werden will. Und ja, ich mache Fehler, ist okay, aber du machst auch Fehler. Und der erste Fehler ist gerade, dass du glaubst, du bist was Besseres als ich. Vielleicht bist du besser, aber ich möchte, dass du mir das Gefühl gibst, ich bin auch in Ordnung. Ich muss nicht die Beste sein, ich muss nicht der Beste sein, aber ich möchte okay sein. Also, lassen Sie nicht locker, lassen Sie sich nicht mürbe machen und bleiben Sie dran. Der, der sich immer erhöht, der braucht länger, bis er das kapiert und bis er dann in einer stillen Stunde da dann nachdenkt und dann runterkommt, weil in der Konfliktsituation will er es nicht zugeben, weil er sonst zu sehr narzisstisch gekränkt ist, weil er zu beschämt ist, weil ihm das zu hart ist, da eben Entschuldigung zu sagen. Aber später, also geben Sie ihm ein bisschen Zeit, aber bleiben Sie dran, vergessen Sie es nicht und gehen Sie dann in Liebe noch einmal rein. Und dann, glaube ich, wird es schaffen, runterzukommen. Wenn nicht, holen Sie sich bitte professionelle Hilfe. Ich bin gerne für Sie da. Bis bald.